Entschuldigung, Leute, tut mir total leid. Entschuldigung, sorry. Ich habe ihm gesagt, 6 Uhr. 6 Uhr gesagt, verstehen Sie? Moment, Augenblick mal. Es liegt nicht an mir. Er hat es nicht begriffen. Ich habe gesagt, 6 Uhr wecken. Er hat es nicht verstanden. Wenn Sie nachts um 1 ins Hotel zurückkommen, sagen dem Portier, 6 Uhr wecken, ist die Sache klar. Da weiß er, 6 Uhr morgens. Ich hätte 6 Uhr abends sagen müssen, habe ich nicht gesagt, war quasi meine Schuld. Trotzdem, er hat es nicht begriffen. Deswegen bin ich ein bisschen spät dran. Tut mir leid. Warum habe ich immer im Bereich Dienstleistung das Gefühl in letzter Zeit, ich habe ständig mit völlig uninteressierten Soziopathen zu tun, egal wo man hinguckt. Das ist wirklich nicht zu fassen. Anderes Beispiel, habe mir vor einiger Zeit im Versandhandel am Telefon ein Hemd bestellt für ein Smoking-Hemd. Sage bei der Bestellung dazu, normaler Kragen, kein Stehkragen. Ich hasse diese Stehkrägen, okay? 2 Wochen Lieferzeit zugesichert, nach 4 Wochen geduldigen Wartens rufe ich dort an, lande auf der Hotline-Warteschleife. You will be connected soon. Okay, kein Problem. Ich warte also. Dann kommt nach 4 weiteren Wochen das Hemd mit Stehkragen, das Zugabe extra lange Orang-Utan-Ärmel da dran. Ich begreife sowas nicht. Ich musste das Hemd wieder zurückschicken, Päckchen gepackt, Formular ausgefüllt, auf Englisch kein Problem. Natürlich zum Postschalter gewandert, mit Wartezeit am Postschalter. Ich hatte solche Spinnweben an der Nase. Mit Wartezeit 4 Stunden meiner kostbaren Lebenszeit verplempert. Verstehen Sie? Ich bin über 50, habe nicht mehr so viel Zeit, verdammt nochmal. Und ständig wird man, und dann kam, also nach 4 weiteren Wochen, kam das richtige Hemd und auf der Kreditkartenabrechnung haben sie mir dann 2 Hemden berechnet zum Dank. Ständig wird man als Kunde abgebürstet, aber jetzt neuerdings sehr freundlich. Alle haben ein Seminar besucht, gelernt, die Kunden abzubürsten, aber sehr freundlich. Und wenn ich irgendwo im Restaurant sitze, Augenblick mal, ich habe so einen Brand. Im Restaurant sitze, dann möchte ich gerne einen Kellner haben am Tisch, der seine Gäste einigermaßen freundlich bedient. Es interessiert mich überhaupt gar nicht, ob der Kellner, wie er sagt, von Beruf eigentlich, sagt er, eigentlich Schauspieler sei. Dann sage ich, das ist toll, da fangen Sie an, im Beruf mal gleich hier und jetzt zu arbeiten. Spielen Sie einen Kellner, der seine Gäste freundlich bedient, verdammt nochmal. Und wenn ich in Urlaub fahre und rufe an meinem Zeitungsverlag an und bitte Sie, Lieferung der Tageszeitung für 2 Wochen auszusetzen, dann möchte ich nicht nach 2 Wochen nach Hause kommen und vor meinem überfüllten Briefkasten einen Stapel von Zeitungen vorfinden mit dem großen Schild, hallo Einbrecher, hier rüber, hier ist keiner zu Hause. Es ist wirklich Zeit, wissen Sie, dass wir Konsumenten wirklich mal zurückschlagen. Wenn Sie wieder in der Warteschleife hängen, you will be connected soon hören, nehmen Sie auf, bestellen Sie Ihr Dampfbügeleisen, Ihren Dampfkochtopf, was immer, auch woanders. Ja? Es wird Zeit, dass Sie die Nilpferdpeitsche rausholen als Kunden, diesen Soziopathen auf die unegalen Pfoten dreschen damit. Es ist wirklich nicht zu fassen. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen von der Spur, wissen Sie. Es ist, die letzten 24 Stunden waren für mich, also was ist manchmal passiert, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht erklären, wissen Sie, kann man nicht erklären. Ich bin gestern Nacht, das ist jetzt kein Witz, dem Tod gerade noch mal so von der Schippe gesprungen. Das ist mein 2. Geburtstag heute. Ich mache keine Witze drüber, es ist wirklich wahr. Vielleicht sollte ich mich erst mal vorstellen zu Beginn. Entschuldigung, mein Name ist Schneider, Dr. Moritz Schneider. Aber lassen wir die Titel heute einfach mal weg. Ich komme aus Köln, bin ganz normaler Mann. Ich bin geschieden, Vater einer kleinen Tochter, dazu aber später mehr. Was gestern Nacht passiert ist, kann ich Ihnen vielleicht in ein paar Sätzen erklären, damit Sie mal wissen, worum es geht. Ich fange mal von vorne an am besten. Die ganze Sache ging damit los, dass ich vor 4 Wochen eine Einladung bekam zu Dr. Spreizmann. Dr. Spreizmann ist Präsident unserer Ärztekammer, weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Professor Dr. Spreizmann, Dermatologe von Haus aus, Hautarzt. Die Grundlagen der Dermatologie, auf feucht kommt trocken, auf trocken kommt feucht, okay? Haben Sie es soweit verstanden? Herzlichen Glückwunsch, jetzt sind Sie alle Dermatologen, so einfach ist das bei denen. Gut, und Professor Spreizmann, ich kann auch gar nicht begreifen, dass einer einen Beruf daraus macht, darauf zu warten, dass Leute zu einem kommen, nur weil es irgendwo juckt. Hautarzt ist doch irgendwie das Allerletzte. Ich bitte Sie herzlich. Ich sitze auch nicht gerne beim Hautarzt. Ich mag das. Da sitzt man da drin, alle im Wartezimmer, ist ganz stumm. Keiner redet mit dem anderen. Alle beobachten sich nur gegenseitig. Ja, sitzt man da, kennt er mich, kenne ich den? Was hat der, was hat die? Irgendwas muss doch sein. Bis hierhin siehst du nichts, aber irgendwo ist es ja brodeln. Ja, irgendwo brodelt das ja. Irgendwo muss es ja stecken. Unvorstellbar.
Und da gehen mir diese ganzen Fantasien durch den Kopf, was Leute so haben könnten. Schuppenflechte, Krätze, widerliche Pickel, Ausschläge, Pilze, die in keinem Medizinbuch zu finden sind. Alles ansteckend natürlich. Alles sitzt da direkt neben einem beim Hautarzt. Stellen Sie sich das mal vor. Und da versucht man wegzukommen, wegzurücken. Aber Hautkontakt hat da eine ganz andere Bedeutung beim Hautarzt. Das möchte man ja nicht. Aber die Hautärzte sind fies, haben die Stühle im Wartezimmer festgeschraubt allesamt. Da sitzt man, kommt man nicht weg. Ja, jedenfalls, Dr. Spreizmann hat, um das zu Ende zu erzählen, er hat in Berlin das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Warum, weiß ich nicht. Er hat sich das also persönlich in Berlin abgeholt beim Bundespräsidenten. Ich schätze mal, dass der den Rau von früher kennt aus Wuppertal. Der Herr Spreizmann kommt auch aus Wuppertal, genau wie der Rau. Ich glaube, die waren zusammen auf der Schule oder mal auf dem Kirchentag als gemeine Schwester gemeinsam zählt. Ich habe keine Ahnung. Jetzt macht er, muss ich vorstellen, 20 Empfänger hat er gemacht. 20 Empfänge für ein kleines Bundesverdienstkreuz. Also unwahrscheinlich. Vor allem für seine diversen Herrenclubs. Er liebt ja die Herrenclubs. Der Spreizmann ist ja auch Gründungsmitglied des German Gentleman's Doctors Club. Das ist ein Club nur für Ärzte, nur für Herren. Ja, er liebt das. Und ich meine, ich verstehe auch gar nicht, warum immer so selbstbewusste, selbstsichere Frauen an den Türen dieser Herrenclubs rütteln. Wir wollen hier rein. Was soll denn das, meine Damen? Lassen Sie es. Da passiert doch nichts, was euch interessiert. Das ist wirklich extrem langweilig. Ja, es ist so. Glauben Sie. Ja, natürlich. Wie sagte neulich der Clubsekretär des legendären Murfield Golf Clubs in Schottland, direkt neben Edinburgh, wo jetzt die British Open waren. Golf? Ist geläufig? Weiß ich. Haben Sie noch Sex oder spielen Sie bereits Golf? Golf. Okay. Der sagte auf die wütende Frage einer Dame, warum denn Damen keinen Einlass fänden als Mitglieder, ist es nämlich so, sagt er, wir bedauern außerordentlich, er trug sogar einen Kilt dabei, aber gesellschaftliche Veränderungen sind nicht unsere Aufgabe. Sehen Sie? So werden Sie dann noch abgebürstet hinterher, das muss doch nicht sein. Nein, das ist, Spreizmann, was wollte ich eben sagen? Ach genau, ja, bei diesen Herrenclubs, es ist sowieso, das wollte ich den Damen nochmal sagen, das ist eines der kleinen Geheimnisse, die ich heute Abend lüften werde für die Frauen. Es ist sowieso eine Tatsache, dass Männer diese Herrenclubs ja lieben, das wissen Sie. Und jeder Mann ist in der Lage, sofort einen kleinen, unsichtbaren Ein-Mann-Herrenclub um sich herum aufzubauen. Das können wir, die Damen wissen, wie wir das machen, sie haben es oft genug erlebt. Genau, das ist dann so, wenn der Mann beim Frühstück sitzt, morgens die Zeitung aufgeschlagen hat, die Frauen wollen irgendwas erzählen, wundern sich, der hört nicht zu, er hört nicht zu. Nein, es liegt darin, er sitzt in seinem kleinen privaten Clubhaus drin. Das können Frauen nicht sehen. Einfach, ja, klar, ja, logisch. So ist das. Verstehen viele Frauen nicht, du hörst mir gar nicht zu, du hörst mir gar nicht zu, der sitzt im Clubhaus, er kann es nicht, verstehen Sie? Das ist ein kleines Clubhäuschen, was wir sofort instant sozusagen um uns herum unsichtbar für die Frauen aufbauen können. Also das nur nebenbei. Also bei diesen ganzen Einladungen, das komme ich auch später nochmal drauf, bei diesen Einladungen dieser Art wie bei Spreizmann kommt es immer darauf an, wann darf man wieder gehen. Ich hatte mich dann doch relativ früh entschlossen, wieder zu gehen, habe dann aus dem Foyer heraus und jetzt, weil ich Ihnen gerne erzählen will, was gestern Nacht passiert ist, aus dem Foyer heraus noch meinen Freund Frankie angerufen, war so gegen 9:30, wollte mich mit dem noch treffen auf ein Glas Wein, sage, Frankie, was machst du denn gerade? Frankie sagt, nix, er wohnt heute einfach nur mal bei sich zu Hause. Wir Männer wohnen ja wahnsinnig gerne, ich auch. Ich bin auch so einer, ich wohne gern. Ich sehe es Ihnen auch an, Sie haben auch so ein richtiges Wohngesicht. Das ist auch einer, der gerne wohnt. Ich verstehe das, es geht mir genauso. Da sitzt man zu Hause als Mann in seinem privaten Clubhäuschen drin oder auch nicht. Da hat man, guckt so aus dem Fenster, macht nichts. Verstehen ja Frauen ganz oft nicht, aber uns gefällt das. Wir finden das ziemlich gut, wir Männer. Und einfach mal Löcher in die Luft gucken zu Hause. Dann wohnt der Mann einfach nur. Hat nichts anderes vor. Und Sie kennen doch diese wunderbare Szene von Loriot. Der hat es doch wunderbar bearbeitet, diese Zeichentrickgeschichte. Wissen Sie, das Knollennasenmännchen sitzt in seinem Wohnzimmer drin, macht nichts. Und die Frau ist irgendwie Knollennasenfrau, ist in der Küche, schwer am Arbeiten. Dann ruft die Hans Hermann, was machst du denn gerade? Nichts. Du machst nichts? Nö. So gar nichts? Nö. So überhaupt nichts? Nö. Dann mach doch mal was. So, was soll ich machen? Ja, lies doch mal was oder geh doch mal spazieren. Also gut, was ich sagen wollte, ich rufe also den Frankie an, alter Freund von mir, sag, Frankie, was machst du denn gerade? Ja, sagt er, wohnt bei sich zu Hause mal. Sag ich, Frankie, komm, wir treffen uns noch bei Herbie in der Weinstube, jetzt noch, fragt der Frankie. Er ist wahnsinnig lethargisch. Frankie ist ein ganz alter Freund, der ist mittlerweile auch Mitte 40, also nicht verheiratet, da wird es auch langsam Zeit, da fragt man sich auch, ja. Aber er ist Anwalt vom Beruf, hat viel zu tun, Strafverteidiger.
Also Betrug, Einbruch, Steuerhinterziehung, Müll, Abwasser, SPD, Bonusmeilen, schwarze Konten, egal. Was kommt, der Frankie macht's. So. Und ein wahnsinnig nett, wie soll ich ihn beschreiben, damit Sie sich ein Bild machen können, der Frankie. Kennen Sie von früher aus der Werbung noch den Hustinettenbär? Genau, der nimmt das Leben nicht so schwer, kommt der Hustinettenbär. Das ist der Frankie, so muss man sich den vorstellen. Ein Riesen. Wenn der sich so einen hellen Trenchcoat anzieht, über die Straße läuft, da kann schon mal sein, dass die Leute rufen, Hallo Taxi. Also von der Art. Ja. Der war jetzt im Urlaub am Strand, einmal am Strand in seiner Badehose, konnte nicht wieder hin, weil ständig ein Trupp Kinder um sich herumlaufen hat, die alle schrien, Free Willy, Free Willy, Free Willy. Sagte, ich verstehe das gar nicht, Moritz, ich heiße auch gar nicht Willy, also von der Art, ganz nett. Aber kriegt den Hintern nicht hoch und eine Frau hätte jetzt nicht die geringste Chance, den rauszukriegen aus seiner Höhle. Beim guten Freund sieht's anders aus. Sagt er, okay, überredet, wir verabreden uns also bei Herbie für um 10. Ich, wunderbar, rein ins Taxi, am Steuer ein Taxifahrer aus Afrika, netter Kerl, sehr sprachbegabt. You tell me where to go, I drive. Also wenn Sie Glück haben, finden Sie heute einen Taxifahrer mit eigenem Dolmetscher. Da müssen Sie allerdings zweimal Trinkgeld geben, aber egal. Ich sage dem, wo es hingeht und er erzählt mir, er käme aus Togo, sein Urgroßvater sei in der deutschen Kolonialarmee gewesen und deswegen hieß er Hermann. Hermann from Togo, you know? Sag ich, ja, finde ich toll. You ever been to Togo? Na, nee, war ich noch nicht. No, why you never been to Togo? You really should go to Togo. Very nice in Togo. You should go to Togo. You must go to Togo. Togo, Togo, Togo. You must visit Togo. Ich sag, kenne ich nicht Togo. Ich kenne nur Kamerun, Fußball, Football, Soccer, you know? No, 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 Kamerun. Togo, Togo, Togo. You should go to Togo. Very nice in Togo. Ich sag, Hermann, you must make a right turn here, rechts abbiegen. I don't want to go to heaven, I want to go to Herbies Weinstube. Sag nochmal. Okay, wir fahren also weiter. Luxemburger Straße runter bei uns, plötzlich Blaulicht, Polizei, Feuerwehr, zack, zu, alles dicht. Okay, ich denke, kein Problem, steigst du aus, gehst die letzten paar Meter zu Fuß, Wetter war auch nicht so schlecht und sagt, tschüss Hermann, ja, listen to me, you must go to Togo. Ich gehe also ein paar Schritte weiter, plötzlich vor mir zwei Polizisten, Fahrradpolizisten, auch interessant. Gibt es ja mittlerweile auch in jeder Großstadt, diese Spezies, die scheinen die ja zu kennen, die Jungs mit den grünen Strampelanzügen, die sehen ja, also diese engen Fahrradhosen, wissen Sie, mit den eingebauten Eierbechern, die Dinger, die haben die an und dann... Die Fahrradhosen so eng, dass sie die Religionszugehörigkeit der Polizisten ablesen können. Unvorstellbar. Auf dem Kopf diese Fahrradhelme, dann die Kängurutaschen um den Bauch geschnallt. Und beide sahen sie aus wie Zwillinge, völlig verrückt wie im Kino. Der eine groß und dünn, der andere klein und dick. Und beide hatten sie diese großen Schnauzbärte von der hochgezwirbelten Sorte. Die kommen auf mich zu und sagen, Sie können hier leider nicht durch, alles gesperrt, Gas. Die bitte... Was ist los? Gesperrt, Gasalarm, leider. Ich sag dann, hakt eure beiden Schnauzbärte mal ineinander, habt ihr eine perfekte Straßensperre. Hör ich hinter mir zwei Omas, die ankommen. Guck mal, Katrinchen, müsst ihr auf andere Straßenseite. Wie die andere Straßenseite. Ihr habt den Schutzmann nicht gehört. Wie den Schutzmann, die kleinen Jungs hier mit dem Kinderfahrrad. Ja, aber in grün, das ist Polizei, Gasalarm. Wie, ja, wie 43, ja, genau. Wir sind die Straße am Auf, am Reißen. Jas-Alarm. Oh, ja, ja, Jas-Alarm. Ja, Jas-Alarm, genau. Oh. Ich laufe also weiter, muss noch lachen wegen der beiden Omas, die da hinten immer noch über den Gasalarm reden. Biege in den Gottesweg links rein, war nicht mehr weit zur Weinstube. Und pass auf, jetzt kommt's, jetzt geh die Straße lang. Geh so einfach längs, kein Mensch da. Und da kommt mir diese junge Frau entgegen. Jung, hübsch, super Figur, habe ich sofort gesehen. Die kommt mir so entgegen, geht hier an mir vorbei. Und da guckt er mich noch an und lacht mich an. Das war ein ganz schöner Moment eigentlich. Und die geht so an mir vorbei und ich halt an. Ja? Und guck dieser Frau hinterher. Ganz normaler Vorgang eigentlich. Also die geht vorbei, ich bleib stehen und guck der Frau hinterher. Und was dann passiert ist, ich kann es Ihnen gar nicht genau sagen. Es muss so gewesen sein, dass... In dem Augenblick, in dem ich stehen blieb und guckte, zwei völlig bekloppte Typen über die Luxemburger Straße geheizt kamen, die haben sich ein privates Autorennen geliefert, die kamen angepest mit ihren aufgestylten, hochgetunten Ford Fiesta Kasperbuden, wie die Bekloppten, mit 70, 80 km/h sind auf meiner Höhe so seitlich zusammengeknallt, der eine rechts rüber, in Haufen geparkte Autos ran, der andere, da wo ich stand, wo die Bushaltestelle ist, durch das gläserne Bushäuschen, durch über den Gehweg, zack, in so einen Laden rein, Geschenkeladen, durch das Schaufenster, bis hinten durch ins Büro. Ich habe den Luftzug noch gespürt, direkt an mir vorbei. Hat mein Mantel fast mitgenommen. Zack, so durch und bis hinten durch. Patsch, bumm. Verstehen Sie? Also Motoren heulen, Reifen quietschen, Glas splittert und bumm. Und da war es erst mal ganz still.
Und als ich wieder den ersten klaren Gedanken fassen konnte, da war mir klar, das ist eben dein zweiter Geburtstag gerade. Du bist gerade noch mal hier, dem Tod von der Schippe gehüpft. Glück gehabt. Ja, wissen Sie, da in dem Augenblick, in dem ich nach der Frau guckte, zu sterben, das hätte mir nicht gepasst. Das wäre wirklich der völlig falsche Moment gewesen. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt der Tod immer im falschen Moment, ich habe keine Ahnung. Man macht die Erfahrung ja nur einmal. Stell ich mir so vor. Stellen Sie mal vor, Sie sitzen in der Badewanne Sonntagabend. Gute Stimmung, alles in Ordnung. Sie wollen noch ein bisschen wohnen anschließend. Netter Mann wie Sie. Ja. Hockt man so drin, Musik plätschert im Hintergrund. Hat sich gerade schön eingeseift. Shampoo auf dem Kopf, in Ihrem Fall jetzt weniger, aber gut. Machen wir trotzdem als Körperpflege. Ne? Man hat sich aus Shampoo noch so ihre schönen Irokesenschnitt gemacht. In den Spiegel geguckt, haha. Und plötzlich merken Sie, der Sensenmann steht neben Ihrer Wanne. Er ist da. Plötzlich. Es ist schwarzes Cape, schwarze Kapuze, Totenschädel, Sense im Anschlag. Und Sie sagen, jetzt? Ja. Es passt mir jetzt aber gar nicht. Kann ich die Seife noch mal irgendwie abspülen? Nein. Aber ich sehe doch total scheiße aus mit dem. Da, wo du jetzt hingehst, spielt das keine Rolle. Und sehen Sie, auf dem Gehweg hätte mir das ja auch nicht gepasst. Ich bin sicher, dass der Tod ganz schön sauer war, dass ich ihm den Zeitplan da versaut habe. Das war ja nicht geplant, dass ich stehen bleibe, von mir aus nicht. Das war mir passiert. Das war ein Zufall, eine reine Koinzidenz. Ich bin stehen geblieben, habe dieser Frau hinterher geguckt, weil, wie es so ist im Leben, diese Frau einen schönen Hintern hatte. So, die hatte, ich sag's für die Männer, ich sag's auch nur einmal, einen total geilen Arsch, okay? Der weiß Bescheid, ist der. Wie das so ist. Ich weiß nicht, wie Sie das halten. Es ist ein bedingter Reflex, da können wir gar nichts machen. Da kommt vorbei und da gucken wir hinterher. Ganz normal. Ja, sicher. Ja, natürlich. Ich bin so froh, dass Sie das mal sagen, gnädige Frau. Die Damen auch, natürlich. Es gibt auch Männer, die Männer hinterher gucken. Das gibt's auch. Auch in Ordnung. Das ist ein normaler Reflex. Ich habe meinen Freund Gottlieb neulich mal danach gefragt, warum wir das tun müssen. Gottlieb ist ein ganz alter Freund. Sie werden ihn kennen aus den Publikationen. Er ist ziemlich bekannt. Er ist vom Beruf Biologe, Wildbiologe, noch genauer sein Verhaltensforscher. Hat noch bei Professor Herre in Kiel damals studiert. Er ist ein netter Kerl, Schwabe, lebt im südlichen Schwarzwald, hat ein riesen Wolfsgehege, hat also immer 25, 30 Wölfe laufen. Die Wölfe forscht er aus, schreibt Bücher, dreht Filme für Arte, für Dreisat, Minderheitenprogramm. Aber gut, das ist ein guter Freund von mir. Und den habe ich neulich noch damit drüber gesprochen, warum denn immer Männer den Frauen hinterher gucken müssen. Hat er gesagt, Moritz, ist überhaupt nicht krankhaft, du musst dir keine Sorge machen, es ist völlig normal. Wir müssen den Frauen hinterher gucken, es ist ein Basic Instinkt. Ein Mann muss das machen. Wenn ein Mann es nicht mehr machen muss, dann weiß er, dass er sich auf andere Dinge im Leben vorbereitet, dass er die Zielgerade seines Lebens einbiegt. Das ist völlig normal. Deswegen sprechen wir auch vom Hintern einer Frau, weil der Mann der Frau hinterher guckt. Doch völlig, völlig klar, die Hunde machen es doch ganz genauso. Guckt doch die Hunde an, wenn die sich auf der Straße begegnen, dann halten die Hunde an und versuchen sich gegenseitig am Hintern rumzuschnüffeln. Das ist der Personalausweis. Das ist völlig normal. Ein Hund würde das doch niemals in Frage stellen. Niemals hat ein Hund bei mir angerufen, in der Sprechstunde gefragt, bin ich noch normal, weil ich dem anderen Hund am Hintern rumschnüffeln muss. Doch völlig klar. Gut, wir Männer sind jetzt ein, zwei Entwicklungsschritte weiter. Das ist ganz klar, wir schnüffeln nicht den anderen am Hintern rum. Gell? Stell dir mal vor, du kriegst einen neuen Kollegen, einen neuen Chef im Büro und da würden jetzt alle miteinander versuchen, sich gegenseitig am Hintern rumzuschnüffeln. Gell? Das wäre doch völlig krankhaft. Nein, das ist völlig, mach dir keine Sorgen. Das stimmt. Da hat der Gott mir natürlich recht, das tun wir. Aber schon ergeben sich jede Menge Probleme, weil die Frauen natürlich mit ihrem Hintern Schwierigkeiten haben. Eine Frau ist mit dem Hintern niemals so richtig zufrieden. Wissen Sie, der Hintern ist ja die Körperregion einer Frau, die eine Frau nicht kontrollieren kann. Das macht die Frauen ziemlich nervös. Die kontrollieren ja alles sehr gerne. Die Kinder,
Die Männer, immer wieder uns Männer, wir werden ständig kontrolliert. Die Wohnung, das Haus, der Arbeitsplatz, alles wird ganz genau kontrolliert. Auch die Frauen an sich selber kontrollieren sie natürlich in erster Linie alles. Die Frisur, immer wieder die Frisur. Dann kontrollieren sie alles andere an sich. Die Lippenkontur, die Augenbrauen, die Wimpern, die Arme, die Hände, die Finger, die Fingernägel, die Beine, die Füße, die Fußnägel. Alles, die Körperbehaarung, bis ins Einzelne. Hier wird alles ganz genau kontrolliert. Bis auf den Hintern, da sieht's ganz schlecht aus mit der Kontrolle. Da kommen die Frauen nur schlecht ran. Naja, man kommt rein, man muss sich ein bisschen verbiegen. Da kann man zwar anfassen, aber kann nicht gleichzeitig gucken. Das ist natürlich schwierig. Es sei denn, man baut komplizierte Spiegelsysteme auf um sich herum. Ja, das ist schwierig für die Frauen. Deswegen werden ja manche sogar Gummifrau oder Kontorsionistin im Zirkus, im Varieté. Die werden nur Kontorsionistin, damit sie den Hintern besser kontrollieren können. Das ist der einzige Grund. Die fangen im Alter von 3 Jahren der fernen Mongolei mit dem Training an. Um später als erwachsene Frau in der Lage zu sein, den Kopf so zwischen die Beine durchzustecken und so ihr Hintern persönlich zu kontrollieren. Ja, da habt ihr wirklich Probleme, ne? Ich verstehe das. Den Hintern könnt ihr nicht pudern, nicht schminken, ihr könnt ihn tarnen, aber ihr könnt ihn nicht verstecken. Und genau da gucken wir Männer am allermeisten drauf. Das macht euch natürlich ziemlich fertig, ne? Gerade in Norddeutschland, wo es flach ist zum Beispiel, gucken die Männer oft tagelang auf einen einzigen Hintern. Ja, das glauben die Frauen. Weglaufen, immer wieder, ganz weit mit Fernlöser können wir einen Hintern tagelang beobachten. Deswegen wollen ja gerade viele norddeutsche Frauen Urlaub mal in den Bergen machen, damit sie sich mal entspannen können, mal abtauchen können, in die Täler mal rein können, damit nicht so ewig auf den Hintern drauf geguckt wird. Ja, ist blöd. Das ist die Problemzone, da gucken wir halt hin. Deswegen ist es völliger Quatsch, wenn ihr euch solche Gedanken um eure Frisur macht. Völliger Blödsinn. Da geben die Frauen jedes Jahr Tausende von Euros aus, nur um eine Frisur zu kriegen, von der sie glauben, dass sie sie für Männer irgendwie attraktiv macht. Blödsinn, da gucken wir sowieso nicht hin. Frisur. Haben Sie jemals einen Mann sagen hören, boah, die Clarisse, die hat vielleicht eine scharfe Frisur? Mensch! Das ist so toll. Diese Sprungkraft im Haar, dieses Volumen. Diese sagenhafte Fülle. Und dieser seidenmatte Glanz macht mich so an. Diese fein abgestufte Tönung. Da würde ich gerne mal reingreifen bei der Clarisse. Das würde ich gerne mal reinpacken. Das würde ich gerne mal machen. Das ist so toll. Das würde ich so gerne mal machen. Boah. Blödsinn. Eine Bekannte von mir hat hier 81 Euro gerade letzte Woche ausgegeben. 81 für die, nur um die Spitzen mal abzuschneiden. Mal 81 Euro. Hat sie gesagt, wie findest du das? Hat sie gesagt, hättest du lieber eine geile Jeans gekauft fürs gleiche Geld. Hätte ich was davon gehabt. Frisur. Wisst ihr, was die Männer sagen? Hast die Keile gesehen? Die hat den Arsch in die Hose, da fliegt mir das Dach weg. So wird geredet. Wenn wir so unter uns sind, damit sie wissen, was wir dann so besprechen in unserem kleinen Clubhäuschen drin. Die Frauen haben die Frisur doch deswegen erfunden, damit die Männer da nicht reinpacken. Die wissen doch ganz genau, dass, wenn du da reinpackst, boah, das ist meine Frisur zerstört, gibt's doch für jeden meinen Ärger. Ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, da auf dem Gehweg nach diesem Crash. Ich muss Ihnen sagen, ich war ziemlich verwirrt, weil ich weiß nicht, wie es den anderen Männern geht. Ich hatte mich bis gestern immer für einen Busenmann gehalten. Und seit gestern weiß ich gar nicht wahr. Ich bin ein Arschmann. Sie sind auch einer, ich sehe Sie dann. Ja, ja. Ist doch okay. Ist auch schön. Ich wusste das nur nicht so genau, wissen Sie? Und ich wusste nur in der Situation, ich muss mich erst mal setzen. Und bin zu dem rübergegangen, was für ein Bushäuschen übrig war. Denn die komischen kleinen Sitze hat er nicht abrasiert. Hat mich draufgesetzt. Und neben mich setzt sich die Frau, der ich gerade hinterher geguckt hatte. Besser gesagt, deren Hintern ich hinterher geguckt hatte. Und ich gucke sie nur an und sage nur, boah, scheiße. Und dann merke ich, was ist das denn? Dann merke ich, dass sie meine Hand hält. Aber richtig, die hielt meine Hand richtig. Das war das Verrückte. Das war ja früher im Kindergarten schon so merkwürdig. Wissen Sie, wenn man sich so, wir mussten uns immer so 2 und 2 aufstellen im Kindergarten. Also raus aus dem Kindergarten, rein in den Kindergarten, immer 2 und 2. Immer hintereinander herlaufen. So. Und da musste man sich an der Hand nehmen. Und wenn man Pech hatte als Junge, stand plötzlich ein Mädchen neben einem. Ihn Mädchen. Und man muss sich an der Hand nehmen. Und
Bei manchen Mädchen gab es ein endloses Gewürge. Das hat einfach nicht gepasst, wie man es auch gemacht hat. Das ging nicht zusammen. Bei anderen Mädchen zack, patsch und das passte. Das war toll. Das war eine tolle Erfahrung. Das ist ja später beim Küssen, wenn man erwachsen ist, ganz genauso. Muss man sich ja instinktiv einig sein, wer von den beiden jetzt die Nase zur Seite klappt. Ja, wenn Sie mit der Nase anstoßen, kommen Sie mit der Zunge unten auch nicht zusammen. Dann geht's ja nicht. Wenn Sie die Nase nicht zusammenkriegen, wie wollen Sie später mal ein Kind machen? Also, eben, da laufen Leute zur künstlichen Befruchtung, nur weil sie die Nase nicht koordiniert kriegen können. Wenn Milliarden von Euros ausgegeben, nur für die Nasenkoordination letztendlich. Wenn dann noch Brille und Zahnspange dazukommen, haben Sie die perfekte Empfängnisverhütung. Zahnspange, gerade in Amerika, ist die ja sehr en vogue. Ich war gerade drüben in den Staaten vor ein paar Wochen, habe ich sowieso den Eindruck, die Zahnspange ist die amerikanische Antwort auf den Schadua. Ah. Was saß ich da mit dieser Frau, die mir eigentlich völlig fremd war? Und trotzdem war das so, als würden wir es lange kennen. Ich gucke sie an, ich denke, ja, das ist okay. Das ist mein Schutzengel. Die hat mir gerade quasi, oder ihr Hintern hat mir das Leben gerettet. Und ich hatte mir Schutzengel mal ganz anders vorgestellt. Ich hatte als Kind so einen Schutzengel über meinem Bett hängen. Wissen Sie, ein großes, kitschiges Bild. Da war ein Riesenschutzengel, der so auf einer verfallenen Brücke lief mit zwei Kindern, die er in der Hand hielt, damit die sicher über die Schlucht kommen. Und das war ein großer Engel, wenn man sich den vorstellt, mit so einem großen Wallegewand und langen, blonden Haaren und zwei Riesenflügeln, die hinten rauskamen. Aber die Frau sah ganz anders aus. Ich meine, wie sind Schutzengel? Männlich, weiblich? Das wissen wir doch gar nicht. Wie sehen die aus? Oder wie die von der Provinzialversicherung vielleicht? Haben wir? Oder wie Nachtschwester Ingeborg? Aber ich bin ja nicht Dieter Borsch im Schwarz-Weiß-Film, also was soll. Und ich wusste jetzt gar nicht, was ich zu der Frau sagen soll. Und hab nur den Mund aufgemacht und rauskam irgendwie nur ganz blöd. Wie heißen Sie eigentlich? Cherubim oder Seraphim? Eileen, sagt sie, und lässt meine Hand los. Und dann hat sie mir eine Zigarette angeboten. Habe ich auch genommen. Obwohl ich seit Jahren keine mehr angefasst hat. Ich muss so gezittert haben. Und auf dem Gehweg war die Hölle los. Ich kann nichts dafür, Alter, ich bin nur der Oma ausgewichen. Die beiden Jungs hatten sie aus ihren Schrottkisten jetzt rausgezogen, denen war nichts passiert, Gott sei Dank. Gelfrisur saß noch astrein. Und der eine von den beiden hatte jetzt eine Unterredung mit einem der Besitzer der angefahrenen Autos von anderen Straßenseite. Berliner, wie sich herausstellte, Berliner auf der Durchreise. Das war auch so ein Typ. Tante-Käthe-Frisur, Oberlippenbart, jede Menge Tattoos. Und eine Motorradjacke hatte der an mit der Rückenaufschrift. Wenn du das hier lesen kannst, ist meine Frau runtergefallen. Damit. Okay, so. Da hat er sich einen von den Jungs geklappt. Ja, danke, du Kanackenarsch. Fährt da mein Corolla-Blatt. Danke. Das ist ja so, als hättest du mal in die Eier gepackt. Danke sehr. Du brauchst nichts drauf zu drücken, du, ja? Du brauchst nichts drauf, denn dein Gehirn Vogelkacke wäre. Hättest du schon mal einen völlig sauberen Käfig. Ich kann nichts dafür, Alter. Ausweisen, die Kanacken. Raus mit euch. Was heißt hier ausweisen? Ich bin hier geboren. Ja, geboren, du. Ja, glaub ich, du. Deine Mutter hätte dich besser weggeworfen, dafür den Storch behalten. Danke sehr. Und ich denke, spinne ich jetzt oder was? Habe ich sie wieder neben mir? Die zwei Polizisten von eben, die vom Gasalarm. Ich denke, sind es die einzigen Polizisten auf der Welt. Die wieder neben mir müssen ihr Personalien aufnehmen, leider. Ich sage, kümmert euch mal um den Berliner hier, der schlägt den Jungen gerade zu Platz. Das wird dem leider nicht zuständig. Ihre Personalien bitte. Und da fangen die beiden an, sich gegenseitig in ihren Kängurutaschen rumzuwühlen. Muss ich mir mal vorstellen, was da los war. Mitten in diesem Tuhuwabuhu, hier der Schutzengel, den ich gerade kennengelernt hatte. Ich völlig durcheinander, da der bekloppte Berliner, den einen von den Jungs an die Wäsche wollte. Und vor mir zwei schwule Fahrradpolizisten, die sich gegenseitig hier ein Bauchtäschchen herumkramten. Ha, wo hat er den Stift wieder gelassen, Bernd? Ha, wo hast du den Stift? Dann haben die beiden Mädels von der Polizei mich mitgenommen. In den VW-Bus, der inzwischen auch schon aufgefahren war. Da saß ich dann an so einem braunen Camping-Klapptisch. Ausweis raus und das dauert. Bis damals zwei deutsche Polizisten die Personalien aufgenommen haben. Da können Sie den ganzen Eichenwälder beim Großwerden zugucken, das kann ich Ihnen sagen. Die zwei, die gravierten jetzt meine Personalien auf ihre Formulare mit der Geschwindigkeit eines Schweizer Berggletschers. Ich sag, pass mal auf, ihr beiden. Wenn die jetzt im Krankenhaus Patienten narkotisieren, nehmen sie keine Barbiturate mehr, die nehmen jetzt Beamtenblut. Ja? Das ist, weißt du, das ist preiswert zu haben, gibt's überall. Ihr merkt es nicht mal, wenn man es abzapft. Deswegen wird ja auch kein Beamter jemals von der Mücke gestochen, weil jede Mücke weiß, ach, wenn ich den steche, schlafe ich sofort ein.
Und ich habe da gesessen und gewartet. Wissen Sie, und da gehen einem all diese Gedanken durch den Kopf, diese Wenn-Wenn-Wenn-Hätte-Hätte-Gedanken. Das ging erst so richtig los bei mir. Habe ich gedacht, wenn der mich vorhin plattgefahren hätte auf dem Gehweg, was wäre denn dann? Wissen Sie, was hey, habe ich ein Testament überhaupt? Habe ich was gemacht? Habe ich es geregelt? Sie zum Beispiel, haben Sie sowas? Wenn Sie jetzt hier vom Stuhl fallen, was ich Ihnen nicht wünsche, um Gottes Willen tun Sie es nicht. Nur mal jetzt als Beispiel. Haben Sie das geregelt? Wenn Sie so das waren, ist die große Frage. Wer kriegt da einen schönen Stuhl? Nein, Quatsch. Ich habe mich doch früher als Kind schon gefragt. Erbschaftsfragen ist doch wichtig. Wenn ich im Kino saß, Sonntagnachmittag, mir die Westernfilme angeguckt habe, als kleiner Junge, wenn da einer von den Bösenwichten vom Pferd geschossen wurde und tot runterfiel, habe ich mich schon gefragt, und wer kriegt das schöne Pferd? Das muss man alles regeln. Wer erbt denn dann bei Ihnen? Die Geschwister, die Eltern, die Kinder vielleicht? Die Eltern, die Schwägerin? Schwägerin, soll die erben? Ja, von mir. Ehrlich? Das finde ich aber nett von Ihnen, da sind Sie großzügig. Und haben Sie das auch geklärt? Ja, wenn Sie auf dem Gehweg anfangen, drüber nachzudenken, ist es zu spät. Dann ist Schluss. Ich meine, um Beerdigungsfragen und so weiter. Was haben wir heute für einen Wochentag? Was ist heute? Mittwoch? Was haben Sie nächsten Mittwoch vor? Nichts. Nichts. Wohnen. Okay. Nächsten Mittwoch möchte der nette Herr wohnen. Aber da wird nichts draus, haben Sie Beerdigung? Wenn Sie jetzt vom Stuhl fallen sollten. Ja, kann doch sein, in einer Woche ist man weg. Das muss man sich mal klar machen, in einer Woche ist man weg. Und hat man das arrangiert? Haben Sie Ihre Beerdigung? Ich muss das klären. Wer regelt das bei mir? Der Frankie vielleicht? Und macht er das auch richtig? Und ich sage Ihnen eines, ich möchte nicht aufgebahrt werden vorher. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht da rumliegen im Display für jeden. Wie so eine tote Makrele im Fischladen. Da kommen dann Leute vorbei, die ich vielleicht gar nicht sehen will. So, guck mal, sagen Sie, das sieht doch ganz gut aus. Ja, entschuldige bitte, der ist tot. Ja eben, als er gelebt hat, sah er nicht so gut aus. Wird man möglich noch geschminkt? Ich möchte nicht geschminkt werden, auch nicht als Leiche. Heißt ja nicht Dieter Bohlen, ich bitte Sie. Und man möchte ja wissen, wie das ist, ja? Man wäre gerne bei der eigenen Beerdigung dabei, gerne wäre man ein bisschen dabei. Man ist die Hauptperson, aber nicht so richtig dabei, das ist auch blöd. Und all die Gedanken gehen einem durch den Kopf und dann plötzlich geht die Tür auf von dem VW-Bus. Frankie steht in der Tür und sagt, Frankie, ist ja super, wo kommst du denn her? Moritz, du sagst nichts mehr. Sag mal, haben die beiden dich irgendwie sexuell belästigt? Haben sie sich irgendwie angegrabbelt? Sag, nee, es ist okay, komm, die machen nur ihren Job. Laubfrosche, aufgepasst! Ich bin der anwaltliche Vertreter von Dr. Schneider, sie lassen sofort meinen Mandanten frei. Sag, Frankie, komm, du bist nicht Perry Mason, lass mal. Ich bin dann raus, habe ihm die ganze Geschichte erzählt, im Schnelldurchlauf, und Frankie immer wieder, ich glaube es nicht, Moritz, ist es wahr? Ein Aha, ist das Leben gerettet? Ist es wahr? Das ist ja irre, das ist ja der totale Wahnsinn. Da muss ich sofort die Ricarda anrufen, Ricarda. Ich sage, lass mal. Nein, Ricarda ist meine, ja, habe ich noch nicht erzählt, meine, wie soll ich das sagen, Freundin, ja, früher hätte man gesagt, bekannt, das ist natürlich ein blöder Ausdruck. Mein Lebensgefährtin stimmt nicht so ganz. Wir leben nicht zusammen. Sie lebt ihr Leben, ich lebe meins. Trotzdem sind wir verlobt. Ist auch Quatsch, weil es gab von meiner Seite ein solches Versprechen noch nicht. Da komme ich aber noch drauf. Erzähle ich noch was zu Ricarda. Ja, meine Beziehung, okay? Meine feste Beziehung. Super Frau, muss ich sagen. Ist Mitte 40, Ricarda. Auch geschieden, hat schon mal hinter sich. Weiß auch, was man alles falsch machen kann. Und die ist Ärztin im Krankenhaus bei uns, eine Anästhesistin, wartet auf eine Professorenstelle, sehr ehrgeizig, aber toll. Anästhesie, die Grundlagen der Anästhesie, Valium oder Holzhammer, okay? Herzlichen Glückwunsch, jetzt sind Sie auch Anästhesistin, das ist ganz einfach. Nein, das ist Quatsch, also jedenfalls eine super Frau, ich mag die sich gerne. Und Frankie ruft die an, hat sie am Telefon, die muss ziemlich geschockt reagiert haben, weil Frankie immer sagt, nee, du, dem geht's gut, mach dir keine Sorgen, ja, der ist okay. Nein, der ist nicht betrunken, nein, was, Reflexe, wieso, an dem ist alles dran, mach dir keine Sorgen. Wir feiern das alles bei Herbie in der Weinstube. Okay, wir wollen rüber in die Weinstube, habe ich plötzlich Aline neben mir, sag, hier, guck mal, Frankie, das ist sie. Das ist Aline, der Schutzengel, von dem ich dir erzählt habe. Und Frankie, der blöde Hund, der sagt, Moritz, alles klar, ich weiß Bescheid. Dann habe ich mich sofort geärgert, dass ich ihm das erzählt habe von ihrem Hintern, weil ich sofort gemerkt habe, wie Frankie jetzt versucht, einen super guten Blick auf ihren Hintern zu kriegen. Das ist peinlich bei manchen Männern, finden Sie nicht auch? Was die für Verrenkungen machen, nur um eine gute Perspektive zu kriegen. Auch wenn oft die eigene Frau daneben steht, die ist nicht zu blöd, alles mögliche. Und abends Bandscheibenvorfall, da können Sie nicht mehr. Ja. Ich kann die Damen nur warnen, wenn er Bandscheibenvorfall hat. Sie wissen, was er tagsüber macht. Versucht wahrscheinlich bei den Mädels dann immer von oben so
in die Bluse reinzugucken. Ja? Furchtbar. Jeder Mann kommt in so ein Alter und will es hinterher gucken nach Frauen zur Extremsportart. Da muss man aufpassen. Jedenfalls rüber in die Weinstube. Herbie hat jetzt einen wunderbar. Herbie hat einen Brunello aufgemacht, ein 94er Col d'Orcia, wunderbarer Jahrgang, und kommt dann auf mich zu und sagt: Moritz, toll. Ist auch ein Problemfall, der Herbie. Moritz, toll. Ja, wir haben also Brunello getrunken, es war wunderbar, gute Stimmung. Ich merke, wie ich langsam einen Kahn kriege. Man soll kein Brunello trinken gegen den Durst, das ist einfach nicht gut. Hab die Geschichte nochmal erzählt und nochmal wieder, auch für Herbie und nochmal. Da geht die Tür auf, Ricarda kommt rein mit Alfred. Alfred ist mein Hund. Und Ricarda kommt auf mich zu. Ich fand das eigentlich ganz nett, aber als erstes fragt sie mich: Moritz, bist du schon ärztlich untersucht worden? Ich sage: Ricarda, ich bin selber Arzt genug. Dann habe ich die beiden Omas wieder da, die reinkommen. Guck mal, ja, Katrinchen, da ist er wieder, der Mann von der anderen Straßenseite. Wie der Mann? Ja, der Mann, den sie gerade plattgefahren haben, ne? Hören Sie mal, da haben sie aber Glück gehabt. Ja, normal wäre da draußen der Leichenwagen. Oh Gott, der Leichenwagen, der normal wäre der Leichenwagen. Da müsste ja jetzt einen ausgeben, denn wir trinken Kirschlikör. Okay. Ich gebe den damals ein Kirschlikör aus, wunderbar, kam er nicht drauf an. Hab die ganze Geschichte nochmal erzählt für Ricarda jetzt. Und nochmal wieder und nochmal. Natürlich habe ich jetzt die Sache bei Ricarda mit dem Hintern habe ich weggelassen, okay? Ja, man soll die Sache nicht unnötig komplizieren. Die Männer wissen, was ich meine in so einem Fall. Ja, genau. Nur die Frauen, die merken es natürlich. Ricarda natürlich auch. Sofort gemerkt, aha, Moment, da fehlt was. Wie alle Frauen hat Ricarda natürlich auch einen Lückendetektor eingebaut. Frauen haben Lückendetektoren und die können Lücken in Erzählungen von Männern sofort aufspüren. Also ein Mann erzählt was, erzählt und die Frau macht bzz, 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 bzz. Hört sich das an und gleichzeitig arbeitet der Lückendetektor bei der Frau und versucht, die Lücken in den Erzählungen aufzuspüren. Also es ist ganz einfach, wenn ein Mann einer Frau zum Beispiel, die Frau fragt, was hast du Wochenende gemacht? Und der Mann sagt, du, ich habe Freitag bis 18 Uhr gearbeitet und bin Montag 8 Uhr wieder zur Arbeit gegangen. Dann weiß natürlich jede Frau instinktiv, aha, Moment, hier klafft eine ziemlich große Lücke. Da will die natürlich ganz genau wissen, was war da los und mit wem und wann und wo und so weiter. Ist ganz klar. Ricarda ist ganz genauso. Und da guckt sie mich dann. Und deswegen übrigens hat er das Wort Lüge und Lücke die gleichen Wurzeln. Das hat er etymologisch miteinander zu tun. Lüge und Lücke. Denn Lügen haben sich aus Lücken ja entwickelt. Also Männer haben Geschichten erfunden, da waren da Lücken drin. Die Frauen haben es gemerkt, da mussten die Männer Lügen erfinden, um die Lücken damit zu stopfen. Deswegen spricht man davon Lügendetektor, was ja eigentlich ein Lückendetektor war. Deswegen ist es ein Lügendetektor. Aber das ist eine andere Geschichte, das kann ich bei Gelegenheit noch mal erzählen. Nein, Ricarda hat es ganz genau gemerkt, der Lückendetektor, ich habe schon gesehen, wie er arbeitet. Und dann guckt sie mich so an, Ricarda hat so einen Trick drauf, da guckt sie mich an mit ihrer großen, hat so eine große Paloma-Picasso-Brille immer auf. Und damit guckt sie mich dann an und dann sagt sie immer, sie ist ja Hamburgerin, wie die Hamburgerin das eben machen, guckt sie mich so an und sagt dann, Moritz, wie habe ich mir das bitte vorzustellen? So fragt ihr immer, ne? So ganz die Hamburger Art. Wissen Sie, vielleicht, wenn sie ganz scharf wird, dann macht sie von dem Bitte eine kleine Pause, diese berühmte Hamburger Pause. Wie habe ich mir das bitte vorzustellen? Ganz genau. Also, ja. Und ich habe dann versucht abzuhören. Ich sage, Ricarda, mein Gott, sei doch nicht so protestantisch. Immer dieses Nachgefragt, was soll denn das? Sei doch mal ein bisschen locker. Ricarda ist eben, wie gesagt, der Vater war Hamburger Kaufmann. Das spürt man bei Ricarda ganz genau. Diese Familie im Hintergrund, die alles ganz genau wissen. Nette Leute. Hamburger Frauen haben eben keine Familie, sie haben einen Background. Das ist bei Ricarda ganz genau so. Und da spürt man, dass der Vater Kaufmann war, weil jeder muss bei Ricarda durch die Bonitätsprüfung durch. Ich gedacht, ja, das ist hier irgendwie auch schön, wissen Sie, dass Sie so nachfragen. Habe ich so gedacht, es ist zwar nervig einerseits, ist es, wie habe ich mir das vorzustellen, aber andererseits ist es ja auch gut, dass Sie, weil dieses Nachfragen zeigt ja auch, dass ich hier nicht egal bin, dass Sie mich liebt und dass, ja, dass Sie sich Sorgen macht um mich. Das ist doch irgendwie auch ganz toll. Ist natürlich auch eine Art von Kontrolle andererseits, ne, ganz klar. So wie Sie jetzt da Ihren Liebsten festhalten an der Seite, so, ne? Ja, damit er nicht umfällt vom Stuhl, ne? Nur aus dem Grund, ja, genau. Ganz genau so. So ist das. Und das finde ich auch ganz schön, wissen Sie? Und da gingen mir die ganzen Sachen durch den Kopf. Da habe ich gedacht, ja, okay, wenn ich vorhin auf dem Gehweg, wenn der mich platt gefahren hätte, was wäre dann gewesen? Hätte ich an die Ricarda noch gedacht im letzten Augenblick? Was wäre mir durch den Kopf gegangen als letztes? Außer dem Kotflügel von dem Fiesta. An was hätte ich als letztes noch gedacht?
Es ist doch die Frage, was möchte man als letztes denken im Leben? Oder was möchte man sehen, wenn Sie jetzt vom Stuhl fallen? Bitte, nein, nur, bitte, Entschuldigung, nur als Beispiel jetzt. Was sehen Sie denn als alten Teppichboden? Ist das auch nicht so schön? Oder die Bühne oder mein Gesicht ist vielleicht nicht das, was ich vorstelle. Was möchte man denn sehen? Oder das Gesicht von einer völlig genervten Krankenschwester vielleicht? So, Herr Schneiders, Beatmungsgerät stellen wir ab, das brauchen wir in Dresden. Pst. Ja. Oder irgendwie die Kacheln an der, ja, an der Tür an, oder an, den, am, an der Wand von so einem Krankenhauszimmer. Ja, das ist doch nichts. Und das habe ich auch so gedacht, als ich da saß. Hätte ich an die Ricarda gedacht? Und dann, wissen Sie, und dann saß sie neben mir und ich fand das so schön. Da hat sie meine Hand gehalten, ganz anders als die Aline im Bushäuschen von, aber auch ganz fest und ganz richtig. Und habe ich gedacht, ja, so ist die, das ist toll. Das ist eine super Frau. Ich kann froh sein, dass ich die an meiner Seite habe, die Ricarda. Die ist ganz zuverlässig und reell und toll. Und ich liebe sie auch irgendwie. Und ja. Wie ein Mann halt in der Lage ist, sowas zu denken in so einem Augenblick. Wissen Sie, ich fand das schön. Da habe ich gedacht, so ist die. Und auch im Krankenhaus, wenn die ihre Patienten einschläfert, dann passt die auf. Dann passt sie auf, dass sie pünktlich wieder aufwachen, dass denen unterwegs nichts passiert. So eine tolle Frau. Und da habe ich gedacht, ja, diese Frau, das ist sie. Das ist die Frau, mit der ich alt werden möchte. Habe ich wirklich gedacht. Das ist ein schönes Gefühl. Kennen Sie sicherlich auch. Ja, noch nicht so ganz. Aber da stieg die Frage, die Sie auch kennen, die Frage in mir auf. So, diese Frage, über die sich viele Männer ein Leben lang drücken, die große Frage, diese Frage, willst du mich heiraten? Die stieg, richtig, ich habe es gespürt, in mir auf. Ich stieg auf und da war sie plötzlich weg. Da kommt erstmal Herbie wieder an, Moritz Toll, mit einer neuen Flasche Brunello. Da kommt Eileen durch die Tür, Eileen, da rein. Kommt und setzt sich, ich fand das ja toll, und setzt sich zu unserem Tisch. Das ist für jeden Mann jetzt eine ganz blöde Situation. Zwei Frauen, deren Interessieren auf dem engsten Raum zusammen, das kann nicht gut gehen. Wie soll ein Mann sowas handeln? Ja, früher hätte ich sowas locker jongliert. In dem Punkt bin ich völlig aus der Übung. Weiß gar nicht, wie das geht. Dann habe ich erst mal so getan, was Männer am besten können in solchen Situationen. Erst mal so getan, als wenn nichts wäre. Frauen natürlich merken das. Bzz, 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 bzz. Ja. Frauen, da ist was. Nö, wieso, ist doch gar nicht, was soll denn sein? Ja? Aber natürlich, ich konnte es nicht lange durchhalten. Da musste ich die Frauen irgendwie einander vorstellen. Ich sagte, du, Ricarda, das ist die Aileen. Ich habe dir doch eben von ihr erzählt. Und Ricarda, Moritz, ich wüsste nicht, was du da erzählt haben solltest. Von dieser jungen Dame war bisher überhaupt noch gar nicht die Rede. Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Und dann hat die Ricarda die Aileen angeguckt. Das kann man gar nicht sagen. Die hat sich fixiert. Mit dem Blick, mit dem eine Braut eine Kakerlack auf ihrer Hochzeitstorte anguckt. Und ich wusste, jetzt kommt sie, die gnadenlose Bonitätsprüfung. Und Ricarda legt los und sagt, wissen Sie, meine jüngere Schwester hat eine Tochter, die ist genau in ihrem Alter. Ich sage, Ricarda, meinst du etwa die Tiffany? Entschuldigung, die Tiffany ist doch höchstens 17. Sie wäre 27, sagt die Aileen, aber es wäre nett, wenn man jünger eingeschätzt würde. Und was dann kam, das war für mich völlig neu. Das hatte ich noch nie erlebt. Und Sie leben auch hier in der Stadt? Mhm. Welcher Stadtteil? Ach, ja, habe ich auch mal gewohnt. Sehr preiswerte Gegend, ja. beruflich machen Sie bitte was? Was? Webdesign, aha. Was habe ich mir darunter vor? Internet. Ja, in Ihrem Alter ist ja kein Problem. Und da sind Sie von Haus aus was? Grafikerin, Diplomkauffrau oder? Abgebrochen, ja, natürlich. Ja, man kann ja durchaus. Und dieses Webdesign, das machen Sie bitte wo auch mal woanders. Natürlich sind Sie sehr flexibel. Ja, mutig. Moritz, ich finde die junge Dame sehr mutig. Und dieses Web für eine Werbeagentur. Und Ihr Mann, der macht auch dieses Web? Ach ja, eine feste Bindung ist wohl eher hinderlich. Ja, mutig. Moritz, ich finde diese junge Dame sehr, sehr mutig. Sagen Sie mal, woher können Frauen das? Warum können die das? Wie machen die das? Das muss nur so sein, dass die Frauen bei ihrer Geburt bereits ein kleines Büchlein ausgehändigt bekommen, ein geheimes Buch mit dem Titel, wie man andere Frauen fertig macht. Das liegt wahrscheinlich in allen Sprachen der Welt vor. How to make other women ready.
Ich bin fassungslos, wie die das machen. Ich meine, es ist ja ohnehin bekannt, dass Frauen alle eine Beziehungs-GPS eingebaut haben, also ein Navigationssystem nur für Beziehungen. Das hat viele tausend Antennen, die sind unsichtbar, aber ganz genau kalibriert. Und dieses Beziehungs-GPS ist bei Frauen ständig bei der Arbeit. Psst, 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 psst. 24 Stunden täglich. Psst, psst, psst. 365 Tage im Jahr. Psst, auch wenn sie schläft. Psst, psst, psst. Und mit diesem Beziehungs-GPS haben die Frauen ihre eigenen Beziehungen im Griff und auch die von mindestens 30 anderen Personen. Auch von Leuten, die die gar nicht kennen. Und so kommt es dann eben, dass sich manchmal Beziehungs-GPS-Strahlen von zwei Frauen sich kreuzen. Im Kreuzungspunkt sitzt einer wie sie, ein netter Mann. Der Mann weiß normalerweise davon. Genau. Nix. Und die Frauen, das läuft jetzt wie bei der Flugsicherung ab. Die Flugsicherungssysteme der Frauen haben längst gemeldet, dass kreuzender Frauenflugverkehr sich auf der gleichen Flugfläche befindet. Woman Alert, Woman Alert. Rotlicht geht an. Im Kreuzungspunkt sitzt der Mann und weiß. Nix. Hockt hinten drin in der Kabine, wie ein grüner Politiker auf Freiflug. Schön kuschelig und warm und weiß nicht, dass im Cockpit bereits die Hölle los ist. Denn anders als bei Flugzeugen haben die Frauen kein Antikollisionssystem, sie haben das Gegenteil, ein Kollisionssystem. Sie steuern ganz bewusst rein in den Crash. Im Kreuzungspunkt immer noch der Mann, der weiß nix und kriegt gar nicht mit, dass draußen gerade jemand gnadenlos abstürzt. Er kriegt nur mit, in der Beziehung hat sich einiges geändert, er weiß aber nicht warum. Und bei Ricardo und Aileen war es ganz genauso. Ricardo steht auf und sagt dann plötzlich, ja, sie hätte jetzt, sie müsste jetzt leider gehen, sie hätte morgen eine wichtige Operation, 7.30 Uhr. Da müsse sie topfit sein. Fehler könne sie sich nicht erlauben. Unter Umständen hätte das tragische Konsequenzen. Dabei guckt sie mich wieder so an. Durch ihre große Paloma-Picasso-Brille. Ich habe sowieso den Eindruck, dass Ricardo die Brille als Waffe einsetzt, wissen Sie. Ich habe sowieso immer den Eindruck gehabt, dass wir Männer immer vor Frauen mit einem riesigen Vergrößerungsglas herumlaufen quasi und einer gigantischen Lupe uns befinden. Dass Frauen uns ganz genau beobachten. Ich habe meinen Freund Gottlieb mal gefragt. Gottlieb sagt, Moritz, ich bin überhaupt nicht krankhaft, du musst dir keine Sorgen machen, ist völlig normal. Evolutionstechnisch sind Frauen die reinsten Wundertiere. Die Frauen sind in der optischen Wahrnehmung gestrickt wie Insekten. Die haben Facettenaugen, die sehen absolut alles. Die kreisen über die Männer wie ein riesiger Spionagesatellit und sehen alles, was wir machen, vergrößert und in Zeitlupe. Und können das, was sie sehen, genau abspeichern. Und das, was sie abgespeichert haben, wie eine Digitalkamera, noch nach Jahrzehnten auf den Bildschirm rufen. Die wissen alles ganz genau. Und da können sie das, was sie sehen, heranzoomen, in Ausschnitten sich genau angucken, können uns Männer sogar in kleine Pixel auflösen, in viele Millionen einzelne Pixel und können die Pixel wieder ganz anders zusammensetzen. So kommt es, dass ein Mann aus einer Begegnung mit einer Frau ganz anders rausgeht, als er reingegangen ist. So ist es. Und dann, ich glaube, okay. Okay. So muss es wohl sein. Und die Ricarda beugt sich zu mir runter und sagt, Moritz, schön, dass du noch da bist, dass du noch da bist. Wir sehen uns später, Schatz. Und Frankie muss auch plötzlich gehen. Frankie erzählt irgendwas, er müsse in den Knast, 7.30 Uhr. Untersuchungsgefängnis, hätten einen Termin mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden dort. Dann wieder Schwarzkonten aufgetaucht und da war ich mit Aileen plötzlich alleine. Waren wir die letzten Gäste. Herbie kommt wieder mit einer neuen Flasche Brunello. Moritz, toll, bleib dran. Und da saß ich mit der Aileen plötzlich ganz alleine da. Da fiel mir auf, ich hatte mich doch gar nicht richtig angeguckt. Wissen Sie, ich hätte bei der Polizei, hätte ich ihren Hintern gut beschreiben können. Aber wie die sonst aussah, ich weiß es gar nicht. Ich habe es mir erst richtig angeguckt, sag ich so, klasse, super, tolle Frau, hübsch. So dunkle Haare, Kurzhaarfrisur, stachelig bisschen aufgegelt, hübsche Augen, dunkel, sehr schön, kaum geschminkt. Sehr schön. Und ich dachte plötzlich, ja, Aileen, okay. Das ist auch eine Option. Das Leben hat doch noch mehr Optionen als Operationen. Es ist mein zweiter Geburtstag heute. Dachte ich, Mensch, jetzt kann man es richtig krachen lassen. Und die Aileen, inzwischen duzen wir uns natürlich, schenkt sich ein Brunello ein und sagt, Prost, mir zu, sagt, Moritz, toll, herzlichen Glückwunsch auf deinen zweiten Geburtstag. Was willst du noch machen in deinem Leben? Ich sage, wie, was will ich noch machen? Ja, bist du zufrieden, alten Weibern das Fett abzusaugen?
Sagt, das macht man nicht mehr. Das ist vorbei. Weißt du, straffere Hintern, knackiger Busen, keine Falten, das ist eine Frage der Software. Das machen wir am Computer. Bei mir geht kein Gesicht raus, wie es reingegangen ist. Und in ein paar Jahren wird sowieso bloß noch geklont. Habe ich gedacht, das stimmt, was die erzählt, das ist eigentlich wahr. In ein paar Jahren bin ich wie so ein alter Opa mit seiner Laubsäge. Und sage, Aileen, sage ich, entschuldige, du hast ja recht, aber weißt du, ich komme aus einer ganz anderen Zeit. Leider, ich komme aus einer ganz anderen Zeit. Wenn wir damals Chip gesagt haben, wir meinten wirklich noch ein Stück gebackene Kartoffel. Und Hardware war das amerikanische Wort für Eisenwaren, Software noch nicht einmal ein Wort. Dann sitzt du da, erzählst mir was über Globalisierung und Attack und für wie unglaubwürdig und korrupt und geldgeil du die Politiker hältst. Aber Aileen, sage ich leider, das ist doch nicht neu. Das gab's doch alles schon mal. Immer wieder. Haben wir alles schon gehabt. Weißt du, ich war auf den Anti-Atomkraft-Demos, deine Mutti war damals noch mit dir schwanger. Damals gab es die AKWs und die RAF. Aber das weißt du gar nicht mehr. Aileen, da wurde Politik noch in Bonn gemacht. In Bonn! Das war, wenn ich jetzt sage, Bundeskanzler Helmut Schmidt, da guckt ihr mich groß an. Von Willy Brandt will ich gar nicht anfangen. Das waren noch Politiker damals. Die hatten noch Gesichter. Die hatte der Krieg geprägt. Das waren ganz andere Profile. Was? Und wenn da ein Rededuelle mal gehalten wurden, das waren noch Rededuelle im Bundestag. Der Herbert Wehner gegen Rainer Barzel. Was? Das waren Duelle. Die konnte man so nennen, wenn der Wehner so hochkochte, wenn er so einen Hass kriegt auf den Barzel, dass er so aufgestanden hinter seinem Pult. Und da ging der so zum Rednerpult. So ging der. Die sagt, der platzt jetzt gleich. Da war noch Spannung im Raum. Da dachte man, der springt gleich aus den sämtlichen Federn. Der Wehner, Herbert Wehner. Das war doch ein ganz anderer Typ. Der wäre doch im Wahlkampf nie auf den Gedanken gekommen, mit so einem schwuchtligen Wohnmobil rumzufahren. Mit Chemieklo und Dusche. Der Mann kam aus dem Hotel Lux, da wurde kalt geduscht. Aber sibirisch kalt. Und wenn der da zum Rednerpult ging, so voller Wut, da hat er die Akten unter den Arm geklemmt mit seinem schiefen Mund. Von der Pfeife ist es schief, wissen Sie? Das war keine Pfeife bei Onkel Herbert, das war eine Barrikade, eine brennende Barrikade, dass seine Feinde drauf geschleudert wurden. Da wusste man, da hatte man Mitleid mit dem armen Barzel. Dachte Gott, der arme Barzel, der wird gleich von Onkel Herbert tranchiert. Und dann ist der zum Rednerpult gegangen, der Onkel Herbert hat sich so festgekrallt. Eine Anrede, drei Beleidigungen, so ging das. Bassel! Wunderbar! Herr Dr. Bassel! Wir haben gejubelt vor der Glotze. Überhaupt die Glotze, war das nicht toll damals? Mein Gott. Ah, was haben wir Spaß gehabt? ZDF, XY ungelöst angeguckt. Wissen Sie es noch? In Schwarz-Weiß? Ede Zimmermann? Wunderbar, war das nicht toll? Ede Zimmermann? Das wissen die Jungen gar nicht mehr. Ede Zimmermann. Jetzt guckt er mich an. Nee, den geht auch noch. Kennen Sie noch Ede Zimmermann? Super. In Schwarz-Weiß oder in Farbe? In Farbe. Schwarz-Weiß, Mann. Da saß der so vor der Kamera mit seiner Riesenbrille, sah immer aus wie so eine fett gewordene Fleischfliege. Nachdem haben wir uns die Welt eingeteilt. Wie Ede Zimmermann toll fand, den fanden wir schon mal scheiße. Dann hat immer so in die Kamera geguckt, den Kopf so schief gelegt, die Hände immer so gefaltet, haben wir gesagt, und jetzt kommen wir zu einem ganz besonders scheußlichen Verbrechen. Wunderbar. Wunderbar. Das, ja, genau, immer so. Wunderbar. Es war doch andere Zeiten, mein Gott. Ah. Ich sag, Aileen, das weißt du alles gar nicht mehr. Okay, dafür weißt du halt Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Ich gedacht, okay, stimmt ja, ist ja wahr. Und dann dachte ich, okay, Aileen, warum denn nicht? Warum denn nicht? So eine Affäre? Und? Okay. Höre ich die Frauen schon wieder. Ja, ist klar. Lass mal stecken. Ja, klar, natürlich die Frauen. Natürlich, typisch. Alter Knacker, junge Frau, da seid ihr spitz drauf, typisch. Wieso? Euch geht's doch genauso. Würdet ihr auch Markus Schenkenberg nicht von der Bettkante schubsen, oder? Nur müsst ihr da erst mal sitzen. Ja, genau. Dummerweise. Ja, und der Altersunterschied, okay, jedermann weiß, Frauen werden auch älter. Eine Frau ist genauso alt, wie sie vor dem Frühstück aussieht. Aber gut, ich meine, ich komme auch langsam in das Alter, ich muss aufpassen, wissen Sie? Ich komme auch langsam in so ein Alter, wo ein Mann dankbar ist, wenn eine Frau auch mal Nein sagt. Ja.
Ja, selbstverständlich, ich bitte Sie. Ich muss da aufpassen, dass mein Verstand keine Verträge abschließt, die mein Körper gar nicht mehr einhalten kann. Und jeder Mann hat Angst vor dem Moment, wissen Sie eigentlich ganz offen, Angst vor dem Moment, wo seine Frau zu ihm sagt, komm Schatz, lass uns nach oben gehen, richtig schön Sex machen. Sie sagen dann, tolle Idee, aber beides hintereinander geht nicht. Ja, sie scheint das Problem zu kennen. Ja? Und das alles schießt einem ja durch den Kopf in so einem Augenblick. Und trotzdem, wir waren die letzten Gäste. Herbie noch mal, muss toll, dranbleiben. Und da standen wir auf der Straße, weil Herbie zumachen wollte. Und das muss so 17:30 oder so gewesen sein. Und dann, ja, klar, wir hatten getrunken die ganze Nacht und super unterhalten, war gute Stimmung. Und da stand ich da mit Alfred, mit Aileen und ich wollte irgendwie noch was essen gehen. Das war ganz klar. Und ich dachte, okay, wo gehen wir hin? Ins Mexiko-Lindo. Das ist auf dem Großmarkt eine Kneipe bei uns, die ganz früh schon auf hat. Mexiko-Lindo, wunderbar. Taxi gerufen, Hermann wieder. Hey man, where you been? Ich sag Hermann auf jeden Fall nicht in Togo, okay? Und wieder hingefahren mit Hermann zusammen ins Mexico Lindo, ein wunderbarer Laden, den müssen Sie mal kennen, mit Jesus, einem Wirt, der kommt aus Guadalajara. Ein wunderbarer Kerl, ein richtiger Mexikaner, wissen Sie, so ein kleiner, knubbeliger Kerl mit so spitzen Stiefeln, mit so hohen Absätzen, damit kommt er gerade mal auf 1,60 Meter, ja, aber so. So ein Selbstbewusstsein, wenn die Frauen angebaggert, schwarze Haare so zurückgekämmt, ein schwarzer, schmaler Schnauzbart, so. Und dann die Schneidezähne mit Gold eingefasst. Da muss man mal drauf kommen. Das ist gut. Super. Ganz freundlich. Kommt auf mich zugeschossen. Moritz, buenos dias. ¿Qué quieres? ¿Cómo siempre? Komm rein. Und ich weiß nicht, was wir gegessen haben. Ob wir was gegessen haben, ich bin sicher. Es muss total schön gewesen sein, jedenfalls. Und ich weiß noch, dass Hermann mitkam und auch noch mit rein. Und irgendwann wache ich auf. Ich merke irgendwie, wie ich total geschüttelt und durchgebeutelt wurde. Jesus neben mir. Moritz, aufwachen. Komm, meine Frau muss sauber machen. Sag, was? War ich die ganze Zeit schon hier? Sieh, du warst die ganze Zeit hier. Und Alfred unterm Tisch. Ja, du bist gekommen 17:30. Mit Don Alfredo, mit un negro, negro muy simpático. Taximann, was ist los mit dem Mann? Immer sage, you must go to Togo, you must go to Togo. Yeah, but you must come to Mexico, you must come to Mexico. Football, cooking up. Ich weiß nicht. Und dann mit einer Frau bist du gekommen, Moritz. Una muchacha bonita. Una chica linda, Moritz. Wie hast du das gemacht? Komplimentos. Super. Eine so schöne Frau, Moritz, schwarze Haare, schwarze Augen, ojitos negros, ojitos lindos. Super. Ja, was haben wir du alle gemacht, du hast Geburtstag, no? Feliz cumpleaños, dein Geburtstag, zweiter Geburtstag, toll. Wir haben gegessen, ich habe Burritos gemacht, Empanadas und alles gegessen, getrunken. Tequila, Cervezas, muchas Cervezas, Mexicanas hast du getrunken, wie mir. Ich habe viel getrunken und gesungen. Ich habe gesungen? Sieh, du hast gesungen mit mir zusammen, auf dem Stuhl gestanden. Mexico lindo y querido, si muero lejos de ti, se digan que estoy dormido. Bitte, ich habe gesungen? Sieh, du hast gesungen und getanzt. Getanzt? Ich kann doch, du hast getanzt, Salsa, Merengue, Tango, Tango, wie eine Tango-König hast du getanzt, so hast du gemacht, und dann hast du genommen die Frau, so, und dann Schritte gemacht, boah, sag mal, besos, con mucha pasión, besos, 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 con mucha pasión, immer wieder die Frau geküsst, besame mucho, also doch, alles hast du gemacht, ich hab getanzt, bitte, was da, oh mein Gott, das darf die Ricarda nie erfahren, dass ich hier getanzt haben soll. Ich tanze doch nicht. Und dann hast du geschlafen. Bitte? Du hast geschlafen. Das macht man mit einer schönen Frau. Was hast du gemacht? Dann hast du geschlafen. Du kannst schlafen, Moritz. Nachher schlafen, nicht vorher schlafen. Ich habe mich geschämt für dich. Du hast du geschlafen bei der schönen Frau. Jetzt ist die Frau weg. Die hat mir gesagt, Moritz, aufwachen, du bist weg. Ich habe geschlafen. Ich, okay. Tut mir leid. Habe ich auch wieder grandios versaut, okay? Ja. Mein Zeug genommen, zusammengepackt, sag Alfred, wir gehen. Zwischen war es 8 Uhr oder was, ich weiß gar nicht mehr. Pack mein Kram zusammen. Alles da, geguckt. Zigarren hier, okay. An meinen Mantel. Kontrollgriff. Es klappert nichts zurück. Schlüssel weg. Männer machen immer Kontrollgriff. Anziehen, zack, 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 zack. Frau nach 4 Stunden auf dem Gehweg. Alles weg. Und ich denke, das ist doch blöd, der Schlüssel weg. Wo soll ich hin? Keine Ahnung.
Ich kann doch jetzt nicht in meine Wohnung. Ach, Ricarda hat einen Schlüssel. Natürlich kann er nicht zu Ricarda gehen. Jetzt morgens um 8 im Krankenhaus auftauchen mit meiner Fahne, mit der Tequila-Fahne, wie ich aussehe. Alleine Alfred dabei. Ich habe keine Lust auf die ganzen Fragen, die garantiert kommen. Wie bitte, Moritz? Habe ich mir das vorzustellen? Du warst bitte irgendwo? Mit wem? Wie habe ich mir das bitte genau vorzustellen? Können Sie ja vorstellen. Das geht natürlich alles nicht. Ich dachte, komm, egal, jetzt ins Hotel, gehst ins Hotel, ist ja wurscht. Taxi gerufen, diesmal nicht der Hermann, hat mich auch gewundert nach der ganzen Nacht. Ich sage ins Hotel, erstes Haus am Platz, zack, rein da zu dem, sag großes Zimmer, großes Bett, egal. Und sage 6 Uhr wecken, 6, ausdrücklich gesagt, 6 Uhr wecken. 6:45 wache ich auf, 6:45. Er hat es nicht begriffen. Das ist der Grund, warum ich so spät hier ankam. Das ist vielleicht die längste Entschuldigung, die Sie gehört haben für jemanden, der zu spät kam, aber das ist es gewesen. So ein Mist. Dampf nochmal. Dachte, ja. Andererseits wissen Sie, wer weiß, wozu es gut war, dass ich erst 6:45 aufgewacht bin, wovor der Schutzengel mich diesmal bewahrt hat. Diese Schutzengel, das ist schon verrückt, wenn man so eine katholische Erziehung hat wie ich, wissen Sie, man hat da ganz andere Bilder im Kopf. Große, bunte Bilder. Und die schrecklichen Dinge verlieren ein bisschen ihren Schrecken und die schönen Dinge werden immer schöner dadurch. Das Leben ist schön, nur kommt man leider nicht lebend raus. Aber wissen Sie, tot zu sein ist ja nicht schlimm. Es ist ja nur das Sterben, was uns nervös macht. Und so gesehen ist der Tod auch eines der wenigen demokratischen Dinge auf der Welt. Jeder kriegt ihn. Mit dem Tod können Sie nicht handeln. Da gelten die Gesetze des Kapitalismus ausnahmsweise nicht. Jeder kriegt ihn. Aber nur einmal. Jedermann. Aber nur einmal. Da muss es klappen. Was mich angeht, ich habe mir gedacht, ich stelle meine Uhr wieder auf 0 nach diesem Erlebnis. Schon was dran an dem alten Satz, der da sagt, man soll jeden Tag so nehmen, als wenn es der erste wäre oder der letzte. Ein großer amerikanischer Philosoph, weiß gar nicht mehr, wer das jetzt war, Benjamin Franklin oder Al Bundy. Einer von den beiden war es jedenfalls, der gesagt hat, ein Gutteil der Lebensfreude, hat er gesagt, besteht auch darin, dass man noch nicht tot ist. Gar nicht so dumm, ne? Und wenn Sie jetzt wieder rausgehen, sage ich speziell meinen Freunden, den Männern hier. Und Sie sehen eine schöne Frau, die vorübergeht. Bleiben Sie einfach stehen. Nehmen Sie sich die Zeit. Und gucken Sie dieser Dame in aller Ruhe hinterher. Lassen Sie sich viel Zeit dabei. Aber seien Sie trotzdem vorsichtig. Sie wissen ja jetzt, warum. Komm mal. Komm mal. Oh.